Arbeit wird in der Zukunft so sein, dass die allermeisten Aufgaben Roboter erledigen. Nur bei Problemen, die der Roboter nicht lösen kann, kriegst du ein Signal. Und dann musst du sehr schnell sehr cleveren Output liefern. Der Siemens Campus wird deshalb ein Landschaftspark sein, wo die Arbeiter gärtnern. Beim Gärtnern laden sich die Batterien des Denkens auf, so dass du in dem einen wichtigen Moment am Tag wirklich gute Ergebnisse lieferst. Berlin der Zukunft braucht Schutzräume für Alte. Tegel Flughafen wird so ein kleines Silicon Valley. Da freue ich mich drauf. Ich habe nämlich in der Nähe eine Wohnung gekauft. Man kann sich nicht leisten, keine Vision zur Smart City zu haben. Die Digitalisierung halten wir nicht auf. Wenn wir sie nicht gestalten, werden das die Megafirmen tun. Meine Vision: ein Ort, an dem digitale Anwendungen konsequent im Dienste des Menschen stehen. Ich denke an Open-Source-Lösungen, um das Wissen von Bürgern in die Gestaltung von Stadt einfließen zu lassen. Warum nicht sowas in Tegel? Smartes Hallenbad, geil, so animierte Wellen. Badelatschen, auch digital. Nie wieder Fußpilz. Ich bin Berufspendler. Ich muss jeden Tag von Brandenburg aus nach Berlin. Auch im Jahr 2030 werde ich das mit dem Auto machen müssen. Ich wohne nämlich vom nächsten Bahnhof ziemlich weit weg, mitten zwischen den Achsen des Siedlungssterns. Ich stelle mir vor, 2030 wird es auch an uns eine Einladung geben, an der Verkehrswende teilzuhaben. Entlang der Bahnlinien gibt es dann so Mobilitätshubs, nennt man das. Also Punkte, wo ich ranfahren kann, mein Auto abstellen kann und auf den ÖPNV umsteige. Bahnschienen kann ich mir gut auch als Cloud vorstellen. Ich arbeite auf dem Campus in Buch in der Forschung. Meine Kollegen kommen zu 70% aus dem Ausland. Aber wenn du in Buch aus der Bahn aussteigst, sieht es so aus, als wäre das ein fast rein deutsches Wohngebiet. Ich stelle mir vor, Buch 2030 wäre auf ein internationales Publikum eingerichtet. Mehrsprachige Arztpraxen, Restaurants. Wir wohnen in Buch in der Platte. Uns ist die Höhe der Miete wichtig. Dass Gesundheitswissenschaft und Forschung total Zukunft haben, ja klar, aber mal ehrlich, um die Leute, die da arbeiten, werden alle Städte werben. Die sind international mobil und gehen dahin, wo es angesagt ist oder cool oder einfach gut oder wo es einen Ruf hat. Ich stelle mir vor, dass Berlin 2030 sich wirklich was getraut hat. In Buch gibt es jetzt einen Campus, so wie Salk, Kalifornien. Eine mutige, durchdachte Gesamtarchitektur. Ganz und gar nur dazu gemacht, eine Atmosphäre der Konzentration und des interdisziplinären Austauschs zu schaffen. Was in Kalifornien der Pazifik ist, sind hier die Seen. Ein Radweg auf Stelzen zum Liebnitzsee. Als Orte des Austauschs Baumhäuser aus Sichtbeton. Und was siehst du? Lauter Lichter, dazwischen ist es dunkel. Das Dunkel ist der Tiergarten Berlins Wajenki Park, nur nicht so aufgeräumt. Bist du ganz oben? In der Skybar, 33. Stock. Du hast nicht zu viel versprochen. Und du? Gut, dass ich ein Ticket für den Fernsehturm bekommen habe. Ich glaube, ich kann das Upper West sogar sehen. Und ich den Fernsehturm. Wollen wir uns später in Old Town auf einen Drink treffen? Andrzej, meinst du etwa dieses Old Berlin unterm Fernsehturm? Kann ich auch von hier oben sehen. Lauter alberne Häuschen. Ist nicht dein Ernst, oder? Okay, okay. War nur so eine Idee. Hör mal, stand aber auch im Przewodnik po Berlinie. Alt-Berlin vom Brandenburger Tor bis zum Fernsehturm. Entdecken Sie das Berlin von Friedrich dem Großen. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre der neuesten Altstadt Deutschlands mit der Marienkirche, dem benachbarten Nikolaiviertel und dem Molkenmarkt. Du hast deinen Humor nicht verloren.
dann vielleicht in Downtown. Du meinst dieses Möchtegern-Warschau zwischen Alex und Janowitzbrücke? Komm, sei nicht ungerecht. Da gibt es Rooftop-Partys und spannende Läden. Du kennst doch den Holzmarkt. Mein Vater hat mir davon erzählt, so ein Hippieschuppen an der Spree ist jetzt im Alexa. Berlin ist kein gutes Pflaster für Shopping-Malls. Weiß nicht. Kascha hat was von Southtown erzählt. Ich glaube, die hat da ein Apartment. Wollen wir sie anrufen? Okay, Moment. Kascha? Cześć, bist du es, Andrzej? Bin ich. Krasina ist auch in der Leitung. Cześć, Krasino, was wollt ihr? Berlin auf den Kopf stellen? Klar, Andrzej meinte, Southtown wäre angesagt. Andrzej hat recht, ich wohne ja nicht umsonst am Mehringplatz. Ziemlich krass dort, oder? Die krasse Mischung, wie früher am Kotti. Auch absurde Sachen gibt es da, wie das Museum der gedruckten Zeitung im Taz-Haus. Hey, die City West ist auch nicht ohne. Gesichtslos und öde wie die Geschäftsviertel in Polen. Quatsch. Die Berliner haben noch jeden Stein zum Leben erweckt. Gestern war ich am Ernst-Reuter-Platz. Da gibt es neben dem Campus eine neue Ausgehmeile bis zum Bahnhof Zoo. Clubs, Rotlichtszene, selbst ein Wolkenkratzer ist am Entstehen. Doppelt so hoch wie das Upper West. Ich vermisse das alte Berlin. Ist doch bei Krasina unterm Fernsehturm. Idiot. Ich meine das alte, alte Berlin, wo du im Kiez einkaufen und an jeder Ecke einen Bekannten treffen konntest. Du redest ja fast wie eine Berlinerin. Eine halbe bin ich schon. Ich kann Kascha verstehen. Als ich vor 15 Jahren das erste Mal in Berlin war, gab es dieses Disneyland an der Marienkirche noch nicht. Und das Schloss war eine Baustelle. Als es dann eröffnet hat, ging es los. Das gute, alte Berlin. Und jetzt gibt es nur noch Altes von der Stange und Neues von der Stange und nichts ist mehr echt. Warst du schon im Haus der Statistik? Ein Lichtblick, stimmt. Und das Dragoner-Areal ist auch echt. Non-Profit-Stadt gibt es in Polen nur noch privat finanziert. In Berlin ist das anders. Also dort? Oder wir machen es wie echte Berliner. Und wie machen es echte Berliner? Sie gehen nicht mehr aus. Feiern wie zu DDR-Zeiten in ihrer Wohnung. In einer Stunde am Mehringplatz. Liebe Enkelkinder, die das hier vielleicht einmal lesen werden. Wir schreiben den 29. November 2035 und es ging uns als Gesellschaft in Berlin noch nie so gut wie heute. In den letzten Jahren haben wir hier das Zentrum der Welt für nachhaltige Entwicklung aufgebaut. Was als Oase inmitten von Luftverschmutzung begann, entwickelte sich zu einer globalen Idee. Berlin leistete einen großen Beitrag dazu, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Denn die CO2-Neutralität hatten wir schon 2025 erreicht. Es begann mit der Verbannung des Autoverkehrs aus der Innenstadt. Mit sogenannten Superblocks schufen wir ab 2020 nach und nach Inseln der Entschleunigung und Begegnung. Wo sich früher dichter Verkehr drängte, und das Atmen erschwerte, entstanden Freiräume mit Spielplätzen, Grünflächen und Begegnungszonen. Damit die BewohnerInnen der Stadt trotzdem noch schnell zur Arbeit kamen, bauten wir die öffentlichen Verkehrsmittel massiv aus. Natürlich alles kostenfrei. Mobilität zählt heute zu einem Grundbedürfnis des Menschen. Außerdem kam ich jetzt auf breiten, sicheren Fahrradwegen überall hin. Die Stadt wurde lebenswert. Das erhöhte natürlich die Attraktivität für BesucherInnen immens. Doch mit einem cleveren Trick verhinderte die Landesregierung die zunehmende Gentrifizierung. Sie verlängerte den Mietendeckel und erstellte ein Konzept für integrativen Tourismus. Die obersten Ziele waren es, Anwohner und Natur zu respektieren und zu schützen. Anreise per Flug wurde zur Seltenheit. Um das Leben in Gemeinschaft zu stärken und den sozialen Geist der Menschen anzusprechen, wurden Hausgemeinschaften stärker gefördert. Die Menschen öffneten sich. Die Haustüren brauchen keine Schlösser mehr. Es wird zusammen gekocht. Durch ein bedingungsloses Grundeinkommen hat keiner mehr Existenzängste. Überflüssiger Konsum wird durch Teilen vermieden. In Supermärkten gilt Plastik nun als Sünde und wird nur bei den allernötigsten Produkten verwendet. Die Lebensmittel kommen von kleinen Betrieben aus dem Umland und Tiere werden gleichbedeutend zum Menschen und mit Würde behandelt. Essen wird bei ablaufendem Haltbarkeitsdatum nicht weggeschmissen, sondern an Bedürftige verteilt.
Auch die Malls bestehen vorwiegend aus Second-Hand-Läden und nachhaltigen Shops mit fairen Preisen. Das Teilwort Einweg findet man nicht mehr im Duden. Doch den größten Coup landete Berlin mit der Umgestaltung des Flughafens Tegel. Dort, wo früher eine der größten Klimasünden stattfand, steht heute das Silicon Valley der nachhaltigen Entwicklung. Initiativen für mehr Umweltschutz und das kreative Potenzial Berlins kamen dort zusammen und erschufen den Dreh- und Angelpunkt der Klimagerechtigkeitsbewegung weltweit. Neue Forschungseinrichtungen entstanden, von denen Berlin selbst am meisten profitiert. Systeme zur CO2-Reduktion und begrünte Gebäude verschönern heute das Stadtbild und erhöhen die Lebensqualität enorm. Die Luft wird durch zahlreiche Parks und Grünanlagen abgekühlt. Bienen haben ihr Paradies in Insektenstreifen gefunden. Auf alten Industriegeländen entstanden urbane Gärten und die Idee einer essbaren Stadt nahm Konturen an. Heute pflückt die Bürgermeisterin sich im Sommer die Tomaten direkt vom Strauch vor ihrem Haus. Windräder und Solarpaneele, die früher fast ausschließlich auf dem Land existierten, sind heute von den Häusern in der Stadt nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur die Natur, sondern auch wir selbst nutzen unsere Kräfte. Fitnessstudios wurden verpflichtet, in jedem Trainingsgerät Dynamos einzubauen, die an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen wurden. Doch das reichte nicht. Auch ein Systemwandel musste stattfinden. Damit ihr, lieben Enkelinnen, auch in jungen Jahren eure Zukunft mitentscheiden könnt, wurde ein Jugendrat eingeführt und das Mindestalter zum Wählen auf 16 Jahre herabgesetzt. BewohnerInnen haben dank der BürgerInnenversammlung ein stärkeres Mitspracherecht. So haben wir den Grundstein für die Rettung der Erde hier in Berlin gelegt. Das sollte in alle Geschichtsbücher der Welt eingehen. Wir begannen, was längst überfällig war, um Berlin zu einem lebenswerten Ort und für euch die Welt noch zu eurer Zeit bewohnbar zu machen. In Liebe, euer Opa. PS, den Grundstein des ganzen Prozesses legten wir heute vor 16 Jahren, also am 29. November 2019, als die Hälfte der Bevölkerung Berlins auf die Fridays for Future Demonstration ging und sich lautstark für eine bessere Zukunft einsetzte. Ab da fing die Regierung an zu handeln. Ab da wurde das kurz vorher ausgearbeitete Klimapäckchen grundlegend überarbeitet und entsprechende Maßnahmen getroffen. Für unseren Planeten.